Auf der internistischen Station gibt es eine böse Überraschung, als Diabetespatientin Nicole Besuch von ihrer Joggingpartnerin Eva und ihrem Bruder Simon erwartet. Hey, gut. Wie geht's dir? Okay, soweit. Ich bin Umständen entsprechend. Oh Mann, das ist so schade, dass du heute keinen Sport mit uns machen konntest. Ja, es ist, wie es ist. Aber tolles neues Outfit hast Dankeschön. Du da. Dankeschön. Wo bleibt der Simon überhaupt? Das verstehe ich gerade sagen. Der wollte doch eigentlich auch mitkommen. Das hat mich auch schon gefreut. Was ist denn los mit dem? Komisch. Also ihr seid zusammen. Ja, wir haben Wettrennen gerade gemacht. Ah, dann kommt er. Was ist denn los mit dir, Mensch? Ich muss schon sagen, also es kommen hier natürlich öfters Personen oder Besucher zu unserer Station, die auch Blumen vorbeibringen. Aber Herr Lenz' Auftritt, der hatte es in sich. Alles okay bei Ihnen? Hallo, alles okay? Simon. Mir ist schlecht. Ihnen ist schlecht? Ja. Sie sind jetzt der Besuch von der Frau Weber, oder was? Ganz groß mal hoch. Wer sind Sie? Was ist denn los? Passen Sie mal auf. Kommen Sie mal durch zum Arzt, ja? Es kam gar nicht richtig zur Begrüßung. Da klappte Herr Lenz hier schon auf Station zusammen. Ja, und das war jetzt eine Notfallsituation und der Arzt sollte mal schnell auf ihn raufschauen. Kannst du mal mitkommen, ja. Bitte? Was ist passiert? Bein hoch. Ich kann Ihnen noch nicht so viel sagen. Das ist ein Besucher. Ein Besucher? Okay. Einmal die Beine hoch. Ich glaube, der Bruder... Ja, das ist schlecht. Okay, legen Sie sich mal hin. Legen Sie sich mal hin. Passen Sie auf, Sie atmen jetzt mal tief durch. Wer sind Sie? Und ja, also ich bin die Schwester Eva Lenz und das ist Simon. Simon Lenz, ja. Und wir haben uns gerade ein kleines Rennen gegeben und ja. Weil er so unsportlich ist, ich habe einfach mal gesagt, komm, jetzt geben wir uns mal ein Rennen, es wird mal Zeit, dass wir mal wieder was machen. Ja, und was ist dann passiert? Ja, und dann ist sowas passiert. Ich wollte doch nicht, dass sowas passiert. Okay, was, Herr Lenz? Atmen Sie mal tief durch, bitte. Ja, okay. Was ist das Problem? Was fehlt Ihnen? Was haben Sie für Beschwerden? Der ist schlecht. Ich habe so Stechen. In der Brust. Ja. Strahlt das irgendwo hin aus? Strahlt das in den Arm aus? Ja, und am Hals. Okay. Also wir haben ja eine typische Angina pectoris. Kannst du einmal bitte das EKG schreiben? Okay, haben Sie sowas schon mal gehabt? Ich nicht. Nein, Sie haben sowas noch nie gehabt. Ich muss Ihnen jetzt einmal ein bisschen Blut abnehmen. Die Kollegin misst ein bisschen was durch, ja? Ich lege Ihnen gleichzeitig eins zu sagen. Die ersten Schritte waren erstmal den Patienten zu beruhigen. Das ist wirklich das Wichtigste, dass er erstmal zur Luft kommt, auch Fragen beantwortet. Glücklicherweise war die Schwester des Patienten mit anwesend, sodass der Patient selber sich um seine Beschwerden kümmern konnte und zur Ruhe kommen konnte. Und ich konnte die Schwester befragen. Simon, wieso trägst du eigentlich ein Pulsgurt? Ist doch jetzt egal, Eva. Pulsgurt, tatsächlich, ja. Du machst doch gar keinen Sport. Für was brauchst du das denn? Eva, lass das doch jetzt mal. Lass uns doch auf was anderes konzentrieren. Nicht bewegen, nicht bewegen. Danke. Okay. Beruhig dich erstmal, okay? So, mal tief durchatmen. Ja? Sie beruhigen sich mal, genau. Ich brauche einen Troponin-Schnelltest. Ja, okay. Kannst du mir den mal eben reichen? Was hat er denn jetzt? Was ist denn jetzt? Das sieht also das, was er jetzt hat, nennt sich Angina pectoris. Das heißt ganz einfach, das ist so ein Brustschmerz, der in Verbindung mit einem Herzinfarkt stehen könnte. Was? Und das ist jetzt das Wichtigste, dass wir das einmal ausschließen. Ich hab doch. Eva, ich habe einen Herzinfarkt. Ganz ruhig weiteratmen. Ruhig, ja? ruhig. Ich kann doch. Wie machen das denn? Ich bin auch noch gar nicht so alt. Tief durchatmen, ja? Tief durchatmen. Ich werde das kriegen, alte Thomas Menschen. Thomas hatte auch sowas. Wer ist Thomas? Das ist unser Onkel. Ja, und was hatte der? Der hatte auch ein Herzleiden. Der hatte ein Herzleiden. Der Patient bekam Sauerstoff, er hatte ja Luftnot und er bekam ein Medikament, einen sogenannten Beta-Blocker, um den Puls etwas abzubremsen. Das würde Ruhe in die Situation reinbringen und wir wollten uns dem nächsten diagnostischen Schritt widmen. Da wurde ich allerdings schon zu einem weiteren Notfall gerufen. Ich fühle was. Ja, alles klar, sehr gut. Okay. Herr Doktor? Ja? Es tut mir sehr leid, dass ich Sie stören muss, aber ich muss Sie mal eben mitnehmen nach drüben ins Patientenzimmer. Okay, ich habe hier klar. Einen kleinen Notfall. Nicole, kleinen du bleibst Notfall. Hier, ich bin sofort wieder bei Ihnen, ja? Der Notfall war Frau Pfeiffer. Frau Pfeiffer war eigentlich stationär aufgenommen worden bei uns, um eine Schilddrüsenüberfunktion abzuklären. Und was sich mir bot, da war ein Bild eines Massakers. Da lag überall Blut auf dem Boden, auf dem Bett. Letztendlich war die Patientin auch blutüberströmt und es war anscheinend Nasenbluten. Erzählen Sie, was ist los? Ja, mir war schwindelig und dann habe ich Nasenbluten gekriegt und ich dachte, ich kriege das alleine hin. Ja, okay. Das hat ja leider nicht geklappt. Gut, wie war der Blutdruck jetzt? 180 zu 90. Wir machen mal einen Calcium-Antagonisten, um den zu senken, ja? Machen wir gleich organisieren. Jetzt gleich sofort fertig. Okay, genau. Die Schilddrüsenwerte waren untersucht worden. Ja. Sie sind ein bisschen hibbelig, ein bisschen nervös. Mir ist auch total schwindelig. Okay. Darf ich einmal kurz hier vorne auf die Brust hören, dass ich mir das einmal anhöre, ja? Mit dem Stethoskop einmal. Man
ist ja als Arzt bemüht, nicht wirklich jeden Makel anzusprechen. Das ist ja vollkommen menschlich, dass man Makel hat. Aber in diesem Fall war es dann doch etwas sehr, sehr auffällig. Frau Pfeiffer hatte nämlich was im Mund, und zwar an den Zähnen. Und das war schwarz. Und bei einer Blutung aus der Nase muss man immer daran denken, dass auch eine Blutung aus dem Magen mit Magensäure schwarzes Blut hervorkommen kann. Und so musste ich Sie darauf ansprechen, so unangenehm das vielleicht für die Patientin war. Haben Sie da was zwischen den Zähnen? Sieht so ein bisschen... Ja, machen Sie mal. Grinsen Sie mich mal an. Machen Sie mal. Ja, tatsächlich. Das ist was Schwarzes. Ja, es ist mir ein bisschen peinlich. Darf ich das da... Das ist ja kein Problem. Ich meine, mit Blut und so weiter und schwarz, das könnte ja immer irgendwas Blutiges sein. Ja, es ist ein bisschen Lakritz gewesen. Das ist Lakritz? Ja. Oh, lecker. Oh Gott, ich bin schon von der Magenblutung ausgegangen. Okay, alles klar. Lakritz, ja. Nicht den Teufel an die Wand, meine Doktor. Ja. Das ist so mein Fall, okay. Das beruhigt mich ungemein. Das beruhigt Sie? Ja. Lakritz beruhigt Sie, okay. Ich habe ein bisschen Lakritz gegessen. Das ist ein bisschen. Ja, ich habe, also die Tüte war zu, aber wenn man eins isst, dann isst man noch eins und irgendwie... Kenne ich. Tatsächlich? Ja, wenn du mich doch... Ich gebe das auch gerne ab. Es tut mir leid, also ich dachte, ich habe es da rein. Also auch? Nee, danke. Ne? Das ist nicht mein Fall. Frau Pfeiffer, wie viel haben Sie davon gegessen? Ich höre die Packung. Die eine Packung? Ja, das war voll. Ich denke mal so 200 Gramm oder so. Heute? Ich bin ja den ganzen Tag schon hier und ich, das beruhigt mich. Und wenn man eins ist, ist man noch eins. Und okay, Frau Pfeiffer, Lakritz erhöht extremst den Blutdruck. Gerade wenn Sie 200 Gramm davon gegessen haben. Okay. Sie haben jetzt eine Blutdruckkrise, bedingt durch Lakritz. Okay. Das ist, da sind diverse Stoffe mit drin, die den Blutdruck erhöhen können. Okay. Ja? Eins kann ich noch bis 50 Gramm. Bis 50 Gramm. Also 50 Gramm sollte man nicht überschreiten. Sie haben jetzt das Ganze vierfach überschritten. Ihr Blutdruck ist hoch, Sie sind nervös, Sie sind tibbelig. Das ist eine Nebenwirkung davon. Ja? Okay. Passen Sie auf, wir senken jetzt den Blutdruck. Mhm. Ja? Dann werden Sie sich direkt besser fühlen. Ja. Ich denke auch, dass das mit der Schilddrüse sich dann geben wird. Wenn Sie die ganze Zeit Lakritz essen, dann ist das daher. Ja? Ach so. So, also das heißt, Sie müssen den Konsum bitte, bitte, bitte einschränken. Dann sind Sie jetzt an der OP vorbeigegangen, weil wahrscheinlich wird das Problem sein. Letztendlich zeigte sich dann, dass diese Lakritz-Überdosis dazu geführt hatte, dass der Blutdruck der Patientin durch die Decke geschossen ist. Das letztendlich wiederum dazu geführt hat, dass kleinste Blutgefäße in der Nase aufgegangen sind und durch diesen Druck auch nicht mehr zugehen konnten, das zu diesem Nasenbluten geführt hatte. Therapie der Wahl war hier letztendlich absoluter Lakritzverzicht und so konfiszierten wir die Ware direkt. Patrick Berger hat damit den erhöhten Blutdruck der 42-Jährigen schnell in den Griff bekommen. Die nicht ungefährliche Leidenschaft für Lakritz scheint prompt auch das Klinikpersonal erfasst zu haben, als der Arzt den Herzproblemen von Patient Simon weiter auf den Grund gehen will. Echt jetzt? Was? Das Lakritz. Die stehen hier rum. Ja, 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 ist okay. Nicht mehr als 50 Gramm. Wir hatten da gerade schön in dem Zimmer schon ein kleines Blutbad, deswegen. Ja, so ein, zwei. Ja, ist okay, ist in Ordnung. Wie geht's dem Herrn Lenz? Viel besser. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Schwester ist gerade auf Toilette. Mhm. Wir können auch mal reingehen. Ich habe ihn soweit auch jetzt schon mal abgekabelt. Entschuldigung. Puls ist runter. Ja, ist okay. Denk dran, 50 Gramm. Ja. Wir öffneten die Tür und uns bot sich ein sehr skurriles Bild, wie der Teenager vor dem Spiegel, der sich an den Bauch fasst und sich selber betätschelt. Und wir wussten erstmal nichts damit anzufangen. Herr Lenz, alles gut? Alles okay? Ja, hi. Ja, alles gut, alles gut. Was ist mit Schwabbel? Das haben Sie jetzt gesehen. Ja, ich weiß nicht. Fühlen Sie sich nicht wohl in Ihrem Körper? Nein, das ist. Eigentlich hatte ich damit nie ein Problem. Wissen Sie, so ja, ich weiß, dass ich nicht der Dünnste bin, aber ich sitze halt viel rum und bin halt nicht so sportlich, aber jetzt. Sie wollen es ja ändern, das haben wir ja heute Morgen festgestellt. Ich hab irgendwie die Nicole, das ist irgendwie. Ah, ich wusste doch, dass sie auf sie steht. Herr Lenz, jetzt setzen Sie sich bitte mal hin. Setzen Sie sich mal hin. Bevor wir gleich wieder ein Problem haben, bleiben Sie mal sitzen. Ich wusste es doch. Warum hast du mir das denn nicht schon früher gesagt? Wie schnell sich die Stimmung in so einem Notfall ändern kann, zeigte sich dann an dieser Situation, als dann nämlich die temperamentvolle Schwester die Gefühle ihres Bruders zu ihrer Freundin hinausposaunte und uns allen dann damit ein Lächeln abgewann. Wir haben ja jetzt ein paar Untersuchungen gemacht, ja? Ja. Untersuchungen haben jetzt erstmal ergeben, dass
an der Herzdurchblutung nichts ist. Sie haben aber etwa Beschwerden, die für einen jungen Mann nicht typisch sind. Ja? Deshalb machen wir jetzt Folgendes. Wir machen jetzt noch einen Herz-Ultraschall. Ja? Ich würde mir das Herz gerne im Ultraschall angucken. Die Liebesthematik, die klammern wir jetzt erstmal aus und kümmern uns jetzt erstmal um das Medizinische. Einverstanden? Ich wünsche nur, dass mein Herz jetzt gerade explodiert, weil mir das so unangenehm ist. Ja, auch sowas kann Herzflattern verursachen, aber es ist kein anderes Herzflattern. Okay. Okay, alles klar? Gut, das heißt, wir gucken uns das jetzt einmal im Ultraschall an. Einmal die Brust bitte freimachen. Sekunde. Deswegen dieser Riesengarten. Oh, ja. Ich habe dich noch nie so einen großen Blumenstrauß kaufen sehen. Also ich bitte dich. Ich musste ja schon sagen, Nicole ist halt wirklich, als ich sie da auf deiner Gartenparty kennengelernt habe, das war schon wirklich schön. Okay, aber ganz ruhig liegen bleiben. Ganz ruhig liegen bleiben. Dann könnt ihr doch auch zusammen ausgehen. Eva, jetzt wird sie es wahrscheinlich nie wieder machen. Ich wollte vorher abnehmen. Ach, Quatsch. Das hast du mir alles versaut. Ich. Wie Evas Freundin auf die Schwärmerei von Patient Simon reagiert, wird sich nach der Untersuchung zeigen. Doch zuvor stellt Patrick Berger an dessen Herz tatsächlich Auffälligkeiten fest und hegt einen schwerwiegenden Verdacht. Wir haben jetzt einen Herzultraschall gemacht. Von der Durchblutung her ist alles in Ordnung. Die Herzmuskelzellen sind nicht abgestorben. Wir haben es jetzt zweimal untersucht. Einmal hier am Bett, einmal kurz im Labor mit dem Blut. So, das ist soweit alles okay, aber Ihre Herzwand ist extremst verdickt. Okay. Und wenn ich das jetzt so höre, dass der Onkel und ein Cousin war das jetzt, sowas auch schon mal hatte, das ist hochgradig verdächtig auf eine genetische Erkrankung des Herzens, eine hypertrophe Kardiomyopathie, so heißt sie. Ja? Das heißt, dass der Herzmuskel immer dicker wird, so wie unter Steroiden, wie unter Testosteron quasi. Ja. Ne? So wie die Muskulatur bei den Bodybuildern da aufgeht, geht das Herz selber auf, weil ganz einfach gewisse genetische Faktoren vorliegen. Ne? Das heißt, es ist angeboren. Männer kriegen das in ihrer Familie scheinbar ziemlich häufig. Eine ergänzende Untersuchung mittels Herzultraschall bestätigte letztendlich diese Verdachtsdiagnose. Hier schien es sich um eine hypertrophe Kardiomyopathie zu handeln, kurz HCM, eine genetische Erkrankung, die vererbt wird, hauptsächlich vom 30. bis zum 50. Lebensjahr sich erstmals manifestiert, also darstellt. Und letztendlich dazu führt, dass Patienten dauerhaft Medikamente nehmen müssen und auf sich sehr Acht geben müssen. Ja? Oh, hi. Und? Also ist gar nicht so schlimm. Also ist kein Herzinfarkt, ist es nicht. Okay. Aber ich muss jetzt noch ein paar Tage hier bleiben. Ein paar Tage? Ja, es ist irgendwas Vererbliches. Ich muss erst mal auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Und, ja, und ich darf leider auch keinen Sport mehr machen. Ich weiß nicht genau, wie. Na, von keinem Sport war hier nicht die Rede. Eingeschränkt. Ja, er darf sich schon bewegen. Deswegen werde ich wohl weiterhin. Simon, jetzt frag schon. Sonst frag ich. Also vielen Dank auf jeden Fall für die tollen Blumen und das mit dem Sport. Ja, ich mache das ja auch nur, weil ich eine Diabetes habe. Und die Eva ist ja sehr gut darin, einen da zu pushen. Aber mein Gott, und sonst bin ich auch eine kleine Couch-Potato, wenn ich ehrlich bin. Also finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Und ich habe eben gehört, du könntest dir vorstellen, dass wir uns mal treffen. Ja, das wäre schön. Also ich würde mich freuen. Echt? Das Gespräch hier bei uns auf dem Flur war wirklich herzergreifend. Also es war wirklich nett, den beiden zuzuschauen. Und man konnte sehen, dass die Funken auf beiden Seiten gesprüht haben. Und ich denke, da geht noch was. Ich bin noch ein paar Tage hier, aber dann können wir... Sollten Sie Ihr erstes Date einfach mal in der Cafeteria planen. Das wäre doch mal eine... Frau Weber ist auch noch ein paar Tage hier. Von daher passt das ja ganz gut. Was Neues. Vielleicht ohne Kuchen wahrscheinlich. Aber ja, ich würde mich freuen. Okay, ja, dann freue ich mich. Okay. Meine Güte. Für unseren Patienten wird es jetzt so weitergehen, dass er stationär aufgenommen werden wird. Er wird medikamentös eingestellt. Die Medikamente wird er auch sein Leben lang nehmen müssen. Er wird Sport machen dürfen, allerdings sich nicht verausgaben dürfen, wird seinen Ernährungsplan umschmeißen. Was ja ganz praktisch ist im Moment, dass er selber das überdacht hat. Jetzt hat er auch jeden Grund, das zu machen. Und die gute Seite dieses Aufenthaltes ist letztendlich, dass anscheinend eine neue Liebe aufzuflammen scheint und dass unsere beiden Patienten hier erstmal im Krankenhaus, nicht im selben Zimmer, aber zumindest auf derselben Station, die Zeit verbringen können. Evas Bruder wurde medikamentös optimal auf seine ererbte Herzkrankheit eingestellt und hat sein Übergewicht durch gesündere Ernährung erfolgreich reduziert. Simon und Nicole haben sich noch auf Station näher kennengelernt und führen inzwischen eine harmonische Beziehung.